Ja, Wissen macht frei ist wieder mit einer neuen Folge dabei. Seid herzlich gegrüßt. Hallo, ihr lieben Beseelten da draußen. Ja, heute kommen wir zu einem Thema, sehr, sehr spannend. Es geht um Energien. Ich habe ja gesagt, dass ich eine Reihe davon machen werde oder will, dass alles so ist, wie ich mir das vorgestellt habe oder ausgesprochen habe. Vorgestellt habe ich mir weniger, sondern es kommt einfach, wie es kommt. Und darüber wollte ich berichten. Und so bin ich nun bei einem Thema, das es wirklich in sich hat. Ja, und ihr wisst auch, ich erzähle von dem, was uns, mir oder Steffi oder uns beiden, auch im Leben begegnet. Und heute geht es in dem Thema um Störfelder. Was sind Störfelder? Wie kann man sie bezeichnen? Wo kommen sie her? Ich möchte euch, und das ist ja das Schöne, weil ich von mir berichte, möchte ich euch auch wieder in diesem Video sagen, das ist meine persönliche Meinung, auch wenn ihr das alles für Bullshit haltet, das ist ein Informationskanal und du kannst machen, tun und denken, was du möchtest. Wenn du vielleicht sogar betroffen bist davon, wirst du nicht gerade sehr positiv davon angetan sein, dass ich dies hier jetzt so vermittle. Doch es ist mir egal, es geht um die Information, die für mich wichtig ist, dass sie mitgeteilt wird, nach außen. So, zur Vorgeschichte. Der eine oder andere weiß, dass wir ein Wohnmobil haben und da habe ich jetzt dann das von dem älteren Wohnmobil in das jetzige Wohnmobil dann Dinge umgebaut. Das heißt, vorher in dem Wohnmobil lief alles und das habe ich dann so eingestellt, habe es eins zu eins übernommen. Dann in das neue Wohnmobil. Und ich habe das dann so kurz vor dem Urlaub alles umgebaut und habe das dann eingerichtet und habe alles ausprobiert. Für die, die nicht so gut Bescheid wissen, das Wohnmobil hat hinten 12 Volt Batterien und du kannst dann zum Beispiel einen Kühlschrank über 12 Volt kannst du dann betreiben. Und die Batterien werden auch während der Fahrt geladen dann. Und wenn du auch noch einen Wechselrichter drin hast, das heißt wechseln, das heißt von 12 Volt auf 230 Volt, kannst du zum Beispiel wie wir waren jetzt etwas länger weg mit dem Wohnmobil und haben gesagt, wir möchten die Kaffeemaschine mitnehmen, die allerdings über 230 Volt läuft. Und dafür brauchst du einen Wechselrichter, dann brauchst du Batterien, die ein bisschen mehr Leistung haben, um dann die Energie rauszuziehen, umzuwandeln in 230 Volt, dass du dann dementsprechend die Kaffeemaschine betreiben kannst. Oder du kannst sogar dann darauf kochen mit 230 Volt. Dafür habe ich auch dann mehrere Photovoltaikmodule noch an Bord gehabt. Das heißt, diese Solarmodule, die dann gegen die Sonne gestellt werden und damit wieder die Batterie aufladen. So, das habe ich vorher alles ausprobiert, habe es eingestellt und es lief. So, einwandfrei. Und als auch die Reise losging, hat der Wechselrichter ganz normal gearbeitet, der Kühlschrank ist während der Fahrt aufgeladen worden und hat ohne Fehlermeldung einwandfrei funktioniert.
Und da die Reise, wir uns ein bisschen Zeit gelassen haben mit dem Wohnmobil und nicht nur von A nach B gefahren sind direkt, sondern auch unterwegs angehalten haben und wo übernachtet haben, da, ja, was soll ich sagen, kam es zu einer Situation, wir sind also mit drei Wohnmobils gefahren und dann war es so, dass noch ein Mensch mitgefahren ist, der dann im Zelt übernachten wollte. Jetzt war es natürlich nur so, dass jetzt für eine Nacht dieser Mensch nicht das Zelt aufschlagen wollte und auch sich nicht an, wie zwei andere Menschen, einfach an den See gelegt hat und dort übernachtet haben ohne Zelt. Nein, das wollte dieser Mensch nicht machen. Also, ja, und so solidarisch, wie dann Steffi immer ist oder war, ich glaube, sie hat einiges gelernt jetzt dadurch, hat sie gesagt, ey, pass auf, du kannst dann in unserem Wohnmobil mitschlafen. Ja, wir haben ja oben die Bette und der Tisch wird umgebaut, sodass da auch noch ein Schlafgemach ist. Okay, gesagt, getan. So. Und am nächsten Tag ging dann die Fahrt weiter. Wir sind nicht einfach nur weitergefahren, sondern Es gab auf einmal eine Anzeige im Auto, dass irgendwas mit dem Licht nicht in Ordnung ist. Und der Wechselrichter funktionierte auch nicht mehr so wie zuvor einwandfrei. Nein, er hat einen über die andere Fehlermeldung gebracht gehabt. Gut, alles nicht so schlimm. Wir sind dann weitergefahren. Und sind unterdessen dann in Österreich, sind wir eine Werkstatt haben angefahren, erst eine und dann noch eine ADAC-Werkstatt, also das heißt dort ÖTEV, schlag mich tot, haben die auf einmal gesagt, dass er das Standlämpchen rauslässt, weil irgendwie stimmt der Widerstandswert nicht mehr so. Ja? Und dann gibt es eine Fehlermeldung etc. pp. Und dann funktioniert die Beleuchtung hinten am Wohnmobil auf der einen Seite nicht mehr so richtig. Okay, dann haben wir gesagt, gut, lassen wir das Lichtchen draußen und fahren dann, wenn wir wieder nach Hause kommen, in die Werkstatt und gucken mal nach. So. Also kamen wir auch an unserem Zielort am zweiten Tag sehr spät an. Egal, aufgeschlagen und so weiter und so fort. Da ist die Steffi etwas, sagen wir mal, so wie sie dort in ihrer Energie war, hat sie sich vorher noch nie befunden und hat ganz, ganz anders reagiert, wie wir sie alle kannten bis dato. Egal, okay? Auch das haben wir genommen und haben wir gemeistert. So. Und dann ging es noch weiter. Wir waren dann 7 Tage auf einem Festival und immer wieder hat sich dieser Wechselrichter bemerkbar gemacht. Als wollte er uns allen etwas sagen. Ja. Steffi hat zuerst so auf mich geschoben, hat dann gesagt, ich sollte mal mit meiner Energie mal vorsichtiger sein, aufpassen, was ich denke und was ich sage. Okay, habe ich mir zu Herzen genommen, habe das so ein bisschen verfolgt dann das Ganze, beobachtet. Ja, aber wirklich besser ist es nicht geworden in dieser Woche. Gut. Wir haben natürlich auch dann, ihr wisst, Steffi macht Aufstellungsarbeit, nicht nur Familienaufstellung, sondern ganz, ganz viele Aufstellungsarten und Formen. Bert Hellinger ist zwar der Grundstock von allem, doch sie hat das natürlich explizit anders noch aufgebaut. Und ihr wisst ja, ich habe der ein oder andere weiß, ich habe ja auch einen Heilpraktikerkurs belegt und ich war sehr, sehr oft
war ich im Unterricht und habe dann mit dem Kopf geschüttelt und habe gesagt, das stimmt so für mich nicht ganz, das ist nicht die Wahrheit, was ich so fühle. Okay. Und ich habe ja auch eine osteopathische Ausbildung und da erging es mir genauso. Gut. Und irgendwie habe ich gedacht, alles sehr, sehr merkwürdig. Gut, nach einer Woche sind wir weitergefahren. Ja? Von dem Festival, das in Ungarn war, sind wir weggefahren durch Slowenien nach Kroatien. Und dort sind wir dann an der Küste gewesen. Ja, und da hatte ich das Ganze etwas zugespitzt. Die Luft wurde immer dicker. Und es hat sich etwas ganz klar offenbar gezeigt. Ja? Warum sage ich euch das? Warum diese Vorgeschichte? Warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass es vielen Menschen da draußen so ergangen ist, vielleicht schon des Öfteren so ergangen ist, und sie sich keinen Reim draus machen konnten. Also gut. Es war dann so, dass sich die Gruppe so langsam etwas aufgelöst hatte. Das heißt, von den drei Wohnmobils ist eines dann früher gefahren, 2 Tage früher abgefahren. Unter anderem war dort auch dieser Mensch drin, der in der ersten Nacht bei uns übernachtet hat. Und als dieser Mensch dann weg war, raus aus unserem Dunstkreis, raus aus unserer Energie, wurde es zwischen dem anderen Wohnmobil und uns energetisch ganz, ganz anders. Und es gab auch keine Probleme mehr mit dem sogenannten Wechselrichter. Ja, wir haben erkannt, und das ist wirklich so, liebe Leute, wir haben erkannt, dass es sogenannte Störfelder gibt, die Menschen einfach bei sich haben und ausstrahlen. Ob sie das bemerken oder nicht, ob sie das unabsichtlich machen oder nicht, es ist egal. Diese Störfelder sind tatsächlich vorhanden. Ja? Und wie es denn so kommt, haben wir eine Aufstellung noch gemacht bei uns. Und da hat sich herauskristallisiert, jetzt wo wir jetzt hatten wir einen neuen Begriff für vieles, das wir jetzt explizit benennen können, auch in dem Aufstellungsfeld. Ja? Und da hat sich bei einer Aufstellung gezeigt, dass es tatsächlich Störfelder gibt, die in unserem System, unserem eigenen System oder im Familiensystem wirken. Und da gibt es einen sogenannten Horrorfilm, wo ein Kind im Krankenhaus liegt. Und das Kind über seine Gedankengänge, über seine Ängste, alles Mögliche in dem Krankenhaus auslöst. Ohne dass das Kind wirklich weiß, was es da überhaupt tut. Nur weil es in dieser Angst ist, in dieser Panik ist. Und dieser Mensch, der mit uns da in Urlaub gefahren ist, war im Prinzip das erste Mal wirklich weg in Urlaub und hat sowas noch nie kennengelernt. Natürlich gab es da eine mehr als Überforderung in diesem Mensch drin, mit allem, was ihm da begegnet ist. So eine Welt war ihm vorher nie bekannt. Er hat immer sein Territorium gehabt oder das gehabt, wo er sich sicher gefühlt hat. Ja? Weil auch die Eltern niemals so einen Urlaub getätigt hat, wo das Kind hätte können, etwas
anderes Mal sehen. Nein, es wurde wohl so in dieser Art und Weise nicht gemacht. Und jetzt stellt euch das mal vor, was da passiert. Du kommst da in eine Welt hinein, wo auf einmal 40.000 bis 60.000 Menschen sind und 24 Stunden lang rund um die Uhr Musik gespielt wird. Also es war ein Goa-Festival, wo du 24 Stunden lang um die Uhr essen kannst. Ja? Und das 7 Tage lang. Was glaubst du, passiert noch mit so einem Mensch dann? Wenn der vorher nicht mal erzählt hat, dass er noch nie irgendwie Urlaub gemacht hat. Genau. Es gibt Menschen, die haben einen unwahrscheinlich großen Schmerzkörper. Nicht nur, weil er vielleicht noch nie etwas gesehen hat, sondern weil er einfach für sich, für seine Familie, für Mama, für Papa, für wen auch immer, für Geschwister, ja, oder für andere Ahnenmitglieder einfach über die sogenannte Epigenetik, googelt bitte mal nach dem Wort, viele haben das noch nie gehört, die Epigenetik ist ganz entscheidend dafür, wie wir handeln, wie wir reagieren, aus was wir reagieren und wieso wir so handeln. Das ist maßgebend da mitbestimmend, wie wir unser Leben leben. Und wenn wir das nicht erkennen, stehen wir dieser Energieführung, dieser Energie, stehen wir zur Verfügung. Das heißt also auch, der Mensch mit seinem Schmerzkörper, auch wenn er das gar nicht weiß, dass er einen Schmerzkörper hat, doch immer wieder das Alter erzählt. Daran erkennst du zum Beispiel, dass ein großer, großer Schmerzkörper bei einem Menschen vorhanden sein muss. Wenn er immer wieder die Vergangenheit, immer wieder die Vergangenheit zur Gegenwart macht, ja, dann befindet er sich niemals im Jetzt und noch niemals in der nächsten Minute kann er in die Zukunft gehen, weil er erzählt immer aus der Vergangenheit. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dieser Mensch einen großen, großen Schmerzkörper hat. Wenn du mit so jemandem zusammen bist, im Freundeskreis so jemanden kennst oder hast, entweder kannst du ihm mal darauf hinweisen, kannst ihm sagen, hör mal zu, die Geschichte kenne ich schon 10, 20, 30 Mal, immer wenn du mir jemand Neues treffen, erzählst du die gleiche Geschichte, will ich nicht mehr. Ja? Oder aber du sagst ganz klipp und klar, pass mal auf, es tut mir nicht gut, wenn du immer wieder diese alten, ollen Kamellen erzählst, weil in dem Moment saugt dein Gegenüber, dein sogenannter Bekannter, dein Freund, dein Partner, deine Mama, dein Papa, deine Oma, wer auch immer, ja, zieht in dem Moment Energie von dir. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wieso bist du dann immer so platt, so fertig, wenn du mit der oder dem zusammen bist. Das kann auch dein Partner oder Partnerin sein. Ja? Und wenn immer jemand, ich sage es nochmal explizit, wenn immer dein Gegenüber nach hinten schaut und immer wieder aus der Vergangenheit etwas erzählt, daran festhalten will oder sich nicht lösen kann, dann hat er einen unwahrscheinlich großen Schmerzkörper. So, und was hat das mit Störfeldern zu tun? Jetzt mache ich die Brücke. Im Heilpraktikerkurs habe ich bei dem Thema Autoimmunerkrankung habe ich festgestellt in mir, da hieß es, ja, der Körper bildet Antikörper, die gegen den eigenen Körper gehen. Und die Medizin hat dafür noch keine Erklärung, warum das so ist. So, und jetzt möchte ich mit dir mal Folgendes spielen. Okay, nehmen wir mal an, du hast einen intelligenten Körper. Ja, wirklich einen intelligenten Körper. So,
Und es ist klar, jetzt kommt ein Virus hinein, der nicht zu dir gehört. Das ein Fremdkörper ist, ja? Gut. Du hast jetzt einen Fremdkörper in dir drin. Und jetzt hast du ja die Abwehrzellen, ne? Die T-Zellen, wupp, die gehen jetzt da drauf. Und die sind dafür in unserem Körper extra erschaffen worden, ich weiß nicht, oder uns mitgegeben worden, dass wir alles an fremden Energien, an einem Fremdkörper, das in uns dringt, dass wir das oder das uns, wir haben so ein Warnsignal in uns drin, das wird automatisch aktiviert, sobald da etwas durchkommt, was nicht dahin gehört. Ihr kennt das zum Beispiel mit den Mandeln. Das ist die erste Polizei. Das ist noch ziemlich außen. Polypen und so weiter und so fort. Das ist noch nicht im Inneren. Das ist in dem äußeren Kreis. Und jetzt gehen Ärzte hin und sagen, ja, die Mandeln, die müssen raus. Ja, die sind so zerklüftet und so weiter und so fort. Du darfst dich mal fragen, warum du so dicke Mandeln hast, warum die immer so empfänglich sind. Ja? Es ist alles eine Energieform. Wenn die ständig angeschwollen sind, das heißt, die müssen viel arbeiten. Ja? Vielleicht schluckst du unbewusst ziemlich viel runter von deinem Chef, von deiner Partnerin, vom Partner, von deiner Mama, von deinem Papa, von der Oma, egal von wem, von Freunden und so weiter. Du schluckst andauernd nur, ja? Ohne darauf etwas zu sagen. Du nimmst es hin. Und deine Mandeln, die arbeiten schon gegen diese Energieform, was ein Fremdkörper ist. Das ist im äußeren Kreis, ja? Und dann geht es natürlich im Inneren weiter. Und jetzt hast du einen Virus in dir drin, der natürlich oben durchgekommen ist, der runtergeht und innen drin auf einmal alle Alarmglocken losgehen. Und die wissen ganz genau, was sie zu tun haben, diese Zellen hier zu eliminieren, aufzufressen und auszuwerfen. Dafür ist der Mensch extra gemacht, auch bei Covid-19, wenn sowas kommt, dann kommt er halt, ich habe Abwehrzellen, die reagieren da drauf. Da wird der Körper erstmal schwach, klar, weil er jetzt die ganze Energie braucht, um da drauf zu fallen, ja? Dann kannst du draußen körperlich gar nicht mehr so viel Leistung erbringen. Deswegen Arsch lecken und krank schreiben lassen, weil dein Körper braucht diese Energie, um jetzt im Inneren in dir zu arbeiten. Logisch, oder? Hast du verstanden? Du siehst, so einfach kann man Biologie erklären. Und nun kommen wir zu der, ja, Autoimmunerkrankung. Jetzt ist es kein Virus, sondern jetzt sind es fremde Energiefelder. Da will jemand an dich dran. Ja? Der will Energie zapfen. Der erzählt dir alles Mögliche immer wieder, ist ständig in der Vergangenheit und so weiter und so fort. Ja? So, das kann deine Mama sein, das können Freunde sein, sogenannte Freunde, Bekannte, egal wer. Ja? Die einen großen Schmerzkörper haben, der nicht erlöst ist, weil die sich das niemals angeguckt haben. So, und das ist so groß, dass es nach innen geht. Du sagst ja dazu und hörst dir den ganzen Bullshit an. Ja? Anstatt Grenzen zu setzen und zu sagen, halt, stopp, so nicht. Nein, du hast es ja nicht gelernt, dich abzugrenzen, also nimmst du das an. Und Kinder, die möchten ja immer gut zu ihren Eltern. Ja? Die Eltern erzählen immer so einen Schrott, so einen Scheiß, immer wieder aus der Vergangenheit und das Kind sitzt nebendran oder hat die Geschichte schon 100.000 Mal gehört. Immer wieder, wenn die Eltern vielleicht hier ein bisschen was getrunken haben, erzählen die das und wiederholen das zum x-ten Male. Die Kinder können schon fast gar nicht mehr hören. Aber sie lieben ihre Eltern. Und deswegen kann es auf einmal passieren, dass auch so ein Kind eine Autoimmunerkrankung kommt. Weil, genau, diese Fremdenergie gehört nicht zu dem Kind. Ist klar, ne? Ist doch logisch. Wo gehört es hin? Genau, entweder zu dem Elternteil, Großelternteil, zu dem Freund, zu dem Bekannten, wohin auch immer. Aber es ist nicht das eigene. Und deswegen arbeiten energetisch
die eigenen Zellen gegen das Fremde, was in uns eingedrungen ist oder in dich eingedrungen ist. Und der Arzt im weißen Kittel hat keine Erklärung, wie es dazu kommt, weil der beschäftigt sich nicht mit Energien. Der ist schulmedizinisch unterwegs. Und ich sage, wenn Leute zu mir kommen und ich arbeite energetisch bei denen, sage ich, ich heile nicht, du heilst dich selber. Ich fordere dich auf, mitzumachen. Ich gehe nicht zu einem Arzt, dass er mich heilen soll, sondern ich frage nach Lösungen oder sowas, wenn ich überhaupt hingehen würde. Nein, mache ich es sowieso nicht. Ne? Wenn ich zum Osteopath gehe, arbeite ich mit. Ich gucke, wo ist der gerade mit seiner Energie und was fühle ich und was spüre ich und was merke ich da und wo kann ich da noch ein Zwickchen oder ein Kneifchen da mitarbeiten. Ja? Das verlange ich als Osteopath. Ich verlange das, weil ansonsten hast du keinen Erfolg, sage ich immer wieder. Wir können Erfolge erzielen, beide, nur wenn du mitmachst. Wenn du hinkommst zu mir und sagst, hier bitte, gucke mal danach und heile mich mal und mache mich mal wieder gesund und clean und sauber und alles Mögliche, tu mal die scheiß Fremdenergien weg, sage ich, nein, das ist deine Aufgabe. Ich bin begleitend dabei und du arbeitest an dir selbst, sodass du langsam merkst, deine Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. So geht das bei mir. Ja, ist ein bisschen anders da wie bei jemand anderem, aber ihr seht unten drunter, unter das Video, unsere Homepage-Adresse und Stefanie und ich, wir fahren auch gerne mit unserem Wohnmobil zu euch rum. Stefanie macht da sehr wahrscheinlich gerne Aufstellungen, wenn es euch weiterbringt und ich arbeite auch sehr wahrscheinlich gerne energetisch, wenn du bereit bist, mitzumachen. Darum geht es im Leben. Und du hast jetzt kapiert, wie das ist mit Störfelder. Das heißt, energetische Störfelder gibt es. Ich zitiere mal kurz wieder, Albert Einstein hat gesagt, es gibt keinen Raum und keine Zeit. Es ist alles nur jetzt. Deswegen gibt es keine Vergangenheit, keine Zukunft. Es gibt nur das Jetzt, die Gegenwart. Und wenn ich, wie so ein Schwamm, mir immer alles anhöre, dann habe ich ganz viel Autoimmunerkrankungen vielleicht. Da kommt das, dies und jenes. Unheilbar. Ja, natürlich ist es unheilbar, weil du darfst dich ja selbst heilen. Es geht darum zu erkennen. In dem Aufstellungsfeld haben wir gesehen, da ist ein Störfeld. Wunderbar. Guck mal da, wo da auf einmal die Energie hingeht. Das Störfeld steht auf einmal neben dem Klienten. Ja, wunderbar, ne? Dass der Klient auf einmal keine Kraft mehr hat oder so weiter und so fort, ist auch dann logisch, ne? Weil das Störfeld so massiv ist. Das war schon echt krass. Und das gab mir die Erklärung. Sorry, ihr Ärzte da draußen. Ich mache euch euren Ruf nicht madig. Es ist ja nur meine Meinung. Für mich selbst gibt es daher keine Autoimmunerkrankung, die nicht heilbar wäre. Ja, für mich, wohlgemerkt. Und ich bin sicher, das gab es vorher auch auf diese Art und Weise. Da haben die sogenannten Ärzte, früher gab es keine Ärzte in Weiß, ne? Da war der Schmied, war der Pferdedoktor, das war der Zahnarzt, war dann der Friseur oder sowas. Ja? Es gab keinen Arzt. Es waren Menschen, die haben dich berufen gefühlt. Vielleicht so wie ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die haben das auf eine andere Art und Weise getan und geholfen. Und heute, da man ja weiß, wir haben das alte Wissen, die alte Weisheit in uns drin, gilt es, diese nur wieder zu aktivieren. Über Bewusstsein. Mehr nicht. Ihr dürft Bewusstsein wieder mehr und mehr in euer System lassen. Das heißt, nicht mehr Bücher lesen. Ja? Hier zum Beispiel ein Buch, Mein Körperbarometer der Seele. Das ist auf energetischer Basis alles gesehen, welche Ursachen es hat. Nur mal so als Tipp. Ja? Und es gibt ganz viel Menschen da draußen, die jetzt vielleicht dieses Video sehen. Teilt es, wenn ihr jemanden kennt, der eine Autoimmunerkrankung hat, teilt dieses Video,
Schickt es ihm. Beschäftigt euch selber damit. Seid auch ehrlich zu euch selbst. Wer ist in eurem direkten Umfeld? Wer im indirekten Umfeld? Wer will ständig was von euch? Das sind diese Störfelder. Und als wir dann nach Hause kamen mit unserem Wohnmobil, hatte ich zur Stefanie gesagt, so, pass auf, ich gucke jetzt, ich drehe jetzt wieder das Birnchen rein für das Standlicht und ich wette mit dir, es ist alles normal, weil er hat gesagt, der Widerstand stimmt nicht, ja, er hat recht gehabt. Wir haben einen Menschen dabei gehabt, der einen unwahrscheinlich großen Widerstand gegen alles hatte, weil er das so noch nicht gekannt hatte. Und dann ist klar, dass der Widerstand nicht gestimmt hat. Der war ja riesengroß mit dem Schmerzkörper. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So eine kleine Leitung, wo der Strom durchfließt, aber so ein Widerstand auf der Strecke, was kann da noch für ein Strom fließen? Genau, wirst du kaum sehen, dass da überhaupt noch was durchgeht. Und so ist es bei dem Mensch. Ich habe auch ganz klipp und klar gesagt, pass auf, du hast erst was in Ordnung zu bringen. Ich will zu meinem eigenen Schutze keinen Kontakt mehr mit dir haben, weil dein Schmerzkörper viel zu groß ist. Du hast da was in Ordnung zu bringen. Und siehe da, es war ausgesprochen und du hast gesehen, dieser Mensch hat sich auf einmal an den gezapft, zapft sich an den und an den und an den, weil der Mensch einfach Energie braucht. Er hat es immer noch nicht geschnackelt, was er da fabriziert. Ist aber auch egal, es ist seine Hausaufgabe. Ja? Ich habe ganz klipp und klar für mich entschieden. Und das ist wichtig, das solltest du auch immer für dich entscheiden. Willst du Kontakt zu deinem Papa haben, der so einen großen Schmerzkörper hat, oder zu deiner Mama, ja, wo du das immer wieder mitträgst? Kinder tragen das aus Liebe. Ich sag's noch einmal. Und sehr wahrscheinlich hast du dir deswegen auch deine Autoimmunerkrankung eingefahren. Und du kannst jetzt, wenn du selbst nicht alleine klarkommst, kannst uns kontaktieren. Homepage-Adresse, wie gesagt, blende ich unten ein. Kannst dich über meinen Telegram-Kanal bei Wissen macht frei, kannst du mir auch eine Nachricht schicken, also nicht direkt über den Telegram-Kanal selbst, sondern das ist nur ein Infokanal, sondern du kannst mich persönlich anschreiben, wenn du gerne mal hinschauen möchtest, eine Aufstellung dir gut vorstellen kannst, auch wenn du Angst hast. Und das ist das Interessante dabei, wenn du dabei Angst verspürst, eine Aufstellung zu machen, dann ist dein Ego so groß, das verhindert, dass hier eine gute Lösung reinkommen könnte. Ich sage, für mich persönlich gibt es keine Autoimmunerkrankung. Es ist immer nur ein Symptom des Körpers, wo uns etwas sagen will. Und das habe ich schon immer gesagt, es gibt für mich keine Krankheiten. Gibt es nicht. Egal was da ist da draußen. Ja? Das ist alles erzeugt, zum Teil von der Pharmazie, nur mal, das ist meine persönliche Meinung, von der Pharmazie, ja? Zum Teil sind das draußen Energieformen, die einfach gestrahlt werden, auch wenn ihr es vielleicht nicht mitbekommt, es werden Frequenzen gesendet und geschickt, ja? Die uns manchmal so im Kopf dröhnen, dass wir es ab und an nicht mehr aushalten können, wenn wir noch anfällig sind dafür. Und das sind ganz, ganz viele, denn im Moment höre ich immer mehr, dass sich ganz viele Menschen umbringen. Die empfangen das Signal, ja, und dann tun sie diesen Schritt. Ja, ja. Und es gibt über Energien noch ganz, ganz viel zu erzählen. Das hier bitte ich euch wirklich, fühlt rein. Fühlt rein, eine andere Art des Biologieunterrichts, das, was uns immer eingebläut wurde über Biologie, über Physik, über whatever, über Zeitgeschichte. Vergesst es einfach, werft es wieder raus, fangt an zu fühlen und nehmt euer Kind mit, fangt an zu spüren. Euer Kind spürt sofort, ist da was
nicht in der Ordnung? Ist das was mir jetzt persönlich gut tut, oder ist das etwas, was weniger gut tut? Ich hatte schon von Anfang an gleich ein weniger gutes Gefühl, wie dieser Mensch mitfahren wollte. Okay, ich darf ja auch noch dazu lernen und darf mich eines Besseren belehren lassen. Ja. Und es hat sich einfach nur ja, ganz, ganz, ganz massiv gezeigt. Und es zeigt sich immer massiver, je enger der Kontakt auf einmal wird, je länger man zusammen ist mit jemandem, dann können diese Menschen ihre natürliche Intelligenz, sie sind nur von der Matrix eine gesteuerte, ja, ich sag mal wirklich eine gesteuerte Intelligenz, ja, eine künstlich gesteuerte, eine KI. Mehr sind diese Menschen wirklich nicht, weil sie den Schritt nicht wirklich rausmachen können, weil sie kaum das eine gesagt bekommen haben, schon wieder in die alten Muster da reingehen, schon wieder da reingehen, sich da Energie ziehen. Die können sich nicht selber nähren. Sie brauchen immer Tankstellen. Ja? Und entweder sucht man sich da Verbündete als Tankstelle, ganz wichtig, oder man sucht sich Kinder. Ja? Das ist auch eine tolle Tankstelle. Kinder können sich gar nicht schützen oder abgrenzen. Die wissen noch gar nicht genau, was da los ist. Die spüren vielleicht so ein bisschen was. Ja? Wir können es nicht genau zuordnen. Ja, dass da ein Vampir ist, der Energie saugen tut. Ja? Und das sind Menschen mit einem großen, übergroßen Schmerzkörper. Und solange sie sich das nicht eingestehen, solange sie sich nicht explizit in eine, ja, wie sagt man denn, psychologische Behandlung hineingeben, weil sie es selber alleine nicht können. Ich halte davon normalerweise überhaupt nicht, aber es gibt Menschen, die müssen erstmal da rein, müssen komplett absteigen, um zu erkennen, wo drin sie wirklich sich befinden. Das ist auch wichtig. Ich sage normalerweise, ich halte von einem Arzt, der irgendeine Diagnose macht, überhaupt nichts. Der drückt einem einen Stempel auf und das war's. Ich halte von unseren Reha-Maßnahmen und von der Psychologie, wie sie hier schulmedizinisch behandelt wird, überhaupt nichts. Deswegen sage ich ganz klipp und klar, ja, es gibt Möglichkeiten, die Autoimmunerkrankung wieder aufzuheben. Und das macht ihr mit eurem Geiste, mit eurem Bewusstsein, in diesem Sinne wünsche ich ganz einfach, dass du das Video so oft teilst, wie es einfach nur geht. Schick es an Freunde, Bekannte, egal an wen, auch wenn du selber erstmal vielleicht gar nicht dran glaubst. Irgendwann wird die Wahrheit sich offenbaren und wird auch dir zeigen, dass es etwas Höheres gibt als diese Schulmedizin, dass es etwas mehr gibt als wie nur Bücher, denn das ist unsere Weisheit, das ist über das Wissen hinaus, das auf einmal zu uns geschossen kommt, so wie damals bei mir im Heilpraktikerkurs, wo ich gedacht habe, ich kann es nicht erklären. Und das war damals so. Ich habe gesagt, ich glaube nicht daran, ich fühle nur etwas anderes, ich kann es nicht erklären, nicht beziffern, aber heute, aufgrund dieses Vorfalls weiß ich, dass es nur Störfelder sind, energetische Störfelder, die uns diese sogenannte Autoimmunerkrankung bringen. In diesem Sinne grüße ich alle da draußen und macht euch selber Gedanken. Fühlt rein. Löst euch von euren Eltern, Großeltern, die so einen riesengroßen Schmerzkörper haben, die immer nur in der Vergangenheit hängen. Ich sag's nochmal: Vergangenheit, Vergangenheit, Vergangenheit. Das ist der große, große, unbearbeitete Schmerzkörper, der durch sie wirkt und der auch dann in dir wirkt.
Und du hast aus Liebe, vielleicht auch weniger aus Liebe, vielleicht war es auch hier, aus materieller Sicht, hast du Ja gesagt. Ja, ich nehme den Schmerz von euch, dafür kriege ich ja jede Menge Schotter. Ihr bezahlt mich ja gut, ja? Oder ihr gebt mir immer etwas über den Tisch hier herüber, oder ihr kauft mir dies, das und jenes, was auch immer. Löse dich davon, von dem Materialismus, und löse dich auch von diesen fremden Schmerzkörpern. Ich wette wirklich, dass es dir dann danach besser geht. Und du darfst mir berichten, wie es dir geht danach. Liebe Grüße, euer Rainer Uwe. Servus!